Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Dieses Mal mit einem wunderschönen Krieg, nicht gegen Deutschland, sondern gegen Frankreich. Wir sind derzeit noch unentschieden, wer gewinnen wird. Frankreich hat einen Haufen Truppen auf einmal auf mich losgelassen. Wir sind gerade in einem Verteidigungspunkt hier bei Zürich angelangt. Also ich hoffe, dass die französischen Truppen hier einfach alle verhungern. Wir werden das so machen, dass wir ständig Truppen raus und reinschicken in diese Schlacht von der Gegend, während der Computer da ein bisschen dämlich ist. Der schickt immer alles auf einmal rein und verhungert dann da drinnen. Wir schicken die geschwächten Truppen raus und ersetzen sie durch frische Truppen. Die geschwächten Truppen können sich dann erholen außen. Ja, das ist eine sehr truppenschonende Methode. Es ist ein bisschen ein logistischer Aufwand, aber ich glaube, es lohnt sich. Also, ich glaube, es lohnt sich. Durch das, dass der Franzose uns dort angegriffen hat, hat er außerdem einen Malus im Angriff. Was sehr gut ist für uns, weil sonst würden wir da nicht so gut ausschauen. Technologisch müssten wir eigentlich relativ gleich gut sein. So, da haben wir 15.000 Franzosen in Saarbrücken, die wir angreifen können. Das wollen wir auch tun. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dann solltet ihr vielleicht nach Kaiserslautern gehen. Vielleicht könntet ihr uns dann dort unterstützen. Na gut, machen wir weiter. Okay, Gjö ist uns egal. Kaiserslautern wissen wir. Saarbrücken. Ah, Mist, der ist da weggerannt. Noch rechtzeitig. Ärgerlich. Lugano. So, das sind die, die wir rausgeholt haben. Die sind eigentlich eh nicht so stark verletzt, aber immerhin. Wir lassen sie ein bisschen erholen. So, da kommen noch einmal 40.000 Franzosen. Echt jetzt? Aber wir sind da mit den ersten Belagerungen bald fertig. Und ich glaube, diese 36.000 können wir da auch abziehen. Schicken wir da mal her. Na, daher. Und da schicken wir da mal daher. Mhm. In den kleinen Antillen. Da könnten wir tatsächlich Guadeloupe erobern. So, das ist die Schlacht in Zürich. Sehr gut. Die sollten wir eigentlich auch gewinnen können. Ohne weitere Probleme. Im schlimmsten Fall können wir die dann auch dazu schicken. Suar. Mhm. Wo ist das? Ah, da. Ah, die rennen da schon rein. Oh, sollten wir da unterstützen vielleicht, weil die Osmanen sind sicher eher schwach. Was das betrifft. Wobei, das schaut sogar so aus, als würden sie die Schlacht gewinnen. Und noch ein Dings gewonnen. Ah, das ist das, das haben wir eh schon gesagt. Oh, und da oben haben wir auch unsere Truppen mit den Franzosen zusammengeworfen. Da schicken wir die 39.000 in Kaiserslautern vielleicht dazu, damit wir diesen Kampf gewinnen. Okay. Das schaut gut aus. Und da scheinen auch jetzt keine großen Truppenkörper mehr nachzukommen von ihm. Puh, Gott sei Dank gedankt. Diese 80.000 Skandinavier könnten uns da ruhig unterstützen in dem Kampf da unten. Die könnten ruhig was Sinnvolles auch machen. Okay. Ein General ist tot. Nein, noch dazu der. Ich bin froh, dass da ein neuer nachkommt. Das ist okay. So, schauen wir mal die Schlacht an. Hat der übernommen? Ja. Wir haben Grenoble gewonnen. Gut. Musiker, Jugi.
Dickerton. Ah, wundervoll. Wir haben die da gleich aufgerieben. Diese Truppen. Straßburg haben wir auch gewonnen. Ja, da holt er noch mehr Leute dazu. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, die bleiben da zusammen, wenn geht. So, das schaut schon gleich besser aus. Das heißt, sie müssten auf minus 4% sein. Können wir da ein Kriegsziel hinzufügen? Ah, wir haben 0,9 Punkte, Diplomatiepunkte. Nächstes Monat erst. Aber es ist kein Großkrieg. Immerhin. Servus. Nein, ich will nicht diesen Krieg, diesen Kampf verlieren, um ehrlich zu sein. Okay. Okay. Und Kolmar. Hier geht es nochmal nach Saarbrücken. Hallo, Skandinavier. Könntet ihr bitte nicht einfach nur belagern? Könntet ihr auch helfen? So, jetzt mal. Ja. Die Karton haben wir gewonnen. Na, schaut was an. Yes, und in Zürich haben wir noch einmal 40.000 Franzosen erledigt. Gehen wir weiter nach Kimberley. Nein, nach Springbok. Los haben wir auch gewonnen. Da weiter, oder nach gehen wir da weiter. Die drei Truppen lassen wir zusammen, wenn geht. Zürich haben wir gewonnen. Das heißt, wir werden da jetzt wieder durchklicken. Oh, ihr schaut ziemlich verwundet aus. Ihr geht's raus. Und ihr geht rein. Und ihr geht darüber. Sehr gut, haben wir jetzt abgesperrt, da kommen keine Franzosen mehr durch in Saarbrücken. Und das heißt, wir sollten diese Schlacht eigentlich auch gewinnen. Da sind wir ein bisschen schwächer, wobei sind wir circa gleich stark wie er. Und er hat eigentlich nur Bauern. Das sollte eigentlich schon gehen. Okay. Auch gut. Die Schlacht von Luzern gewonnen. Er hat 60.000 Mann verloren und wir haben 16.000 verloren. Das nenne ich mal eine Schlacht. Leider wird er sich nach Schweizerland zurückziehen, wo ich ihn nicht verfolgen kann. Das ist sehr ärgerlich. So, und wir sollten da auch rausgehen mit ein paar Leuten. Gehst nach Bergamo. Du gehst nach Konstanz. Und du gehst nach Freiburg. Und du gehst nach nach Chur einfach auch. Passt schon. Schauen wir mal, ob er noch einmal kommt mit seinen Truppen. Ob wir ihn noch einmal zurückschlagen können. Wichtig wäre es halt, wenn wir tatsächlich es schaffen würden,
was tatsächlich schaffen würden, da Truppen von ihm aufzureiben. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es eh geschafft, einzelne Truppenkörper zu vernichten. Etwas schwieriger nachzuvollziehen eigentlich für mich jetzt. Oh mein Gott. Die Spanier sind so sinnlos in diesem Krieg offensichtlich. Was haben denn die eigentlich außer nix? Ja, vielleicht sollten wir das lassen. Vielleicht sollten wir das echt nicht machen. Bleib da stehen. Oder geht da hier? Ist vielleicht gescheiter. Ah, Mist. Wo ist denn das mit dem Vorratslimit? Ah, wir können da überall. Wir sind da überall ausgeliefert. Den. Elenden. Bedingungen. Wüste ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Meine Truppen sterben hier, obwohl wir schon das... Ah, da habe ich auch noch 33.000 Mann, die ich noch irgendwo hinschicken könnte. Zum Beispiel da hier. Das nehmen wir jetzt, schauen wir mal. Okay. Also nirgends da. Gehen wir mal nach Timbuktu oder nach... Dann gehen wir nach Gao. Und unterstützen wir dann nur, wenn es unbedingt sein muss. Gut, wie schaut das aus? Wow, minus 26%. Und Skandinavien hätte gern die Kolonie Timbuktu. Dafür führe ich jetzt Krieg, dass Skandinavien noch eine Kolonie von ihnen erobert. Ärgerlich. Wieso sind die Anführer im Krieg? Nach was wird das bestimmt, wer der Anführer im Krieg ist? Dem letzten, der reingekommen ist? Basel, Genf. Nur kurz hier hin nach Neuchâtel, das gefällt mir nicht. Da kommt sie darüber zu den Truppenkörpern. Das wäre mir nicht recht, wenn ihr die angreifen würdet. Ja, vielleicht geht es ja mal nur in die Belagerung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Diese 30.000 sollten wir auf jeden Fall besiegen können. Oh. Oh, das war schnell. Und das dazu. Unser Krieg ist schon wieder zu Ende. Na, bevor ich irgendwas von ihm verordnen konnte, weil ich keine Diplomaten hatte. Na super, das habe ich gut gemacht. Grrr. So, 15. Armee. Du gehst nach Kotor. Das heißt, ich muss jetzt wieder Truppen umschieben, damit wir... halbwegs sinnvoll verteilt sind. Mitrovica Bosiga geht einer. Und... da geht noch nach Shishak. Dann hätten wir mal die. Gut, dann geht einer nach Salzburg. Einer geht nach Prag.
Nein, nach Wien. Da haben wir einen, der... Oh nein, der geht nach Wien. Der ist die erste Armee. Der geht dafür nach... Habe ich da auch einen weggenommen? Na, geht nach Prag, was soll's. So, dann haben wir da noch eine kleine Armee, die nach Linz geht, sagen wir mal. Und die letzte Armee geht nach Budapest, ist ja wurscht, das ist zwar nicht die zweite, aber ist auch egal. Gut, die sind schon unterwegs. Wo gehst du hin? Das sind jetzt die, die da nach Italien runterziehen. Italien. Brescia. Du gehst nach Mailand. Du bist die große Armee, die nach Triest geht. Schauen wir mal Triest. Ihr fahrt zurück nach Venedig. Ihr fahrt zurück nach Tuchel. So, haben wir. Du weißt ganz genau, dass du da nicht durchkommst. Gibt's ja wohl nicht. Na, haben wir noch die zweite Armee und die dritte Armee. Naja, gut. Ist wurscht. Einen lassen wir da stehen. Jetzt haben wir die zweite. Oder die dritte Armee. Die zweite Armee geht noch etwas weiter darüber. War da noch irgendwelche Gebiete, wo ich was weggezogen habe? Nach Pilsen. Ansonsten. Oh, schaut gut aus. Schauen wir mal. Ah, ich habe noch was vergessen. Die Kolonialarmeen. Du gehst daher. Du. Gehst einmal daher. Du gehst. Daher. Zurück. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob wir da durch können. Gehen wir lieber den Long Way Home. Gut, hätten wir die auch. Gebildete Unteroffiziere. Mannheim. Weißt du, du kommst da nicht weiter? Wieso geht der weiter und der nicht? Zugang, also durch Bayern dürfen wir durch. Und durch das auch. Okay. Wieso darf die erste Armee nicht weiter nach Wien? Und wo warst du hin unterwegs? Also, schick man dich mal nach Warastin. Okay. Okay.
Ah, wahrscheinlich geht das doch nicht dadurch. Der ist jetzt auch aufgehalten worden. Gut, der ist, glaube ich, nach Linz gegangen. Perfekt, gut, dass meine Truppen noch gut, dass meine Truppen noch voll bezahlt werden. Echt jetzt. Ach, weh, und wieder ein Haufen Truppen, die wir da erledigen müssen. Warum eigentlich jakobinische Rebellen? Wir haben Wahlrecht. Was fordern die noch? Universelles Wahlrecht? Echt jetzt? Du hast noch keinen Anführer. Dafür kriegst du jetzt gleich einen. Nee, nein, nein. Na, okay, nehmen wir den. Der schaut hässlich aus, der alte Mann. Gut, du gehst da rüber, haben wir gesagt. Du gehst da hier. Ja. Du gehst da hier nochmal euch zwei. Stattdessen machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt einmal da hier. Dann machen wir eine kleine Tour. Einmal, zweimal, dreimal. Vielleicht sogar die drei. Hier geht es einmal da hier. Das ist einmal wichtig. Boah, 81.000, bist du wahnsinnig. Sollte eigentlich passen, so.
So, warte jetzt mal. Jetzt geht's mal darüber. Rüber da auf. Ach ja, Mist, wenn man denken muss, kann man weniger gut reden, merke ich gerade. Okay, okay, okay. Schlacht von Maribor. Gut. So, außerdem möchte ich mir das einmal in Afrika anschauen. Französisch Afrika wird immer kleiner. So ein kleines so eine kleine französische Kolonie, ich habe noch nie gesehen in einem Spiel. Frankreich ist sonst immer das Urmonster, was Afrika betrifft. Skandinavien. Unglaublich. Dass es die überhaupt noch gibt, dass es überhaupt Skandinavien gibt, ist unfassbar. Auch das ist praktisch nie der Fall. Aber vielleicht hat es geholfen, dass ich Preußen so in Schach gehalten habe. Mit schwachen Preußen kann sich natürlich Skandinavien eher bilden. Okay. Wir hoffen einfach, dass er mal das Gröbste wegkommt, jetzt wie ich das eingestellt habe. Und irgendwann nochmal, wenn wir dann irgendwann mal, wenn das meiste weg ist, sollten wir eigentlich hoffentlich warte mal, aber die da können wir auf jeden Fall zu den sind ja gar nicht die meine ich. Könnten wir eigentlich dazu den 81.000 drauf schicken mal. Und dann wieder zurück. So, schaut gut aus, langsam aber sicher. Noch ein General, der verstorben ist. Mal austauschen, den guten Mann. Also austauschen ist vielleicht das falsche Wort. Wir müssen einen anderen dort einsetzen. Der ist nicht schlecht. Gut, da. Rebellen, immer mehr Rebellen.
Da fällt mir auf, in Afrika habe ich gar keine Rebellen gehabt. Ich meine nicht, dass mich das stören würde, aber in Afrika die Dinger zu bekämpfen ist noch viel unangenehmer, weil das alles so weit auseinander ist. Schau, schau. Okay. Eine Flugblattkampagne. Ich weiß nicht, was die Anwohner von dieser Vermüllung halten werden. Nehmen die Liberale. Warum auch nicht? Okay. Okay. Ja, die schaffen es doch glatt dann noch. Irgendwelche Gebiete zu erobern. Gibt's das? Wir nehmen die Spannung, was soll's. Ja, wir nehmen noch mal die Spannung. Ärgerlich. Also ob es uns nicht eh schon genügend schlecht gehen würde, spannungsmäßig meine ich. Apropos spannungsmäßig. Puh. Zurzeit sind wir instabiler als das Osmanische Reich. Das ist mal was Neues. Gefällt mir gar nicht. Na dann schauen wir mal, ob wir da gleich mal ein bisschen unterdrücken können, dass das etwas besser wird. Rechtsbewegung. Ja. Da. Schaut gut aus. Achso, na warte mal, das ist ja jetzt fertig. Das heißt, das wäre die 30. Armee bereits. Na schau an. Gut, aber bevor wir die umbenennen, machen wir wieder eine Pause, meine Herrschaften. Das nächste Mal geht es hier weiter, wenn es heißt, haben wir noch mehr Rebellen, die wir niederschlagen können. Bis dann, gute Nacht, schlaf gesund, träumt was Schönes.